Da sind wir wieder, Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Wir sind auf Kamino und vielleicht erfahren wir jetzt was über eine Armee. Keine Ahnung, könnte sein. Gucken, ob wir einen kleinen Bosskampf hier haben auch. Mit dem lieben Jango Fett. Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Viele Kaminoaner hier rumlaufen. Ist in der Endfertigung. Er wird sicher stolz sein auf die Armee, die wir für ihn bauen. Die Armee? Ja, eine Klonarmee. Aber ihr könnt gerne mit der reden. Aber der labert mir hier ein Ast ans Bein. Hier entlang, bitte. Wir sind auch wieder so viele Sachen zum Einsammeln, ne? Sagte er euch dafür, wen sie war? Selbstverständlich. Meister Sifo-Dyas bestellte diese Armee für die Republik. Meister Sifo-Dyas? Er wurde doch getötet. Und das schon vor fast 10 Jahren. Es tut mir leid, das zu hören. Hier sind sie. Unsere sehr kleinen Jengos und Bobas. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Ihr werdet feststellen, Teddy auf dem Band und so. Immens überlegen sind. Ich bin mir sicher, dass sie nicht über dich sprechen werden. Hier. Diese Klone, wie alt sind? Oh ja, ist da was wir gekrabbelt? Nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Da sie ist einer, ein Fertiger. Und führen die haben jetzt rot an, die eben waren blau. Ohne ihn in Frage zu stellen. Er ist aber wir schon ready hier, der Commander. Damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Sieht auch in Lego beeindruckend aus. Er war ihr Spender. Ein Kopfgeldjäger namens Jango Fett. Ein Kopfgeldjäger? Ich würde diesen Jango Fett sehr gerne kennenlernen. Es wäre mir ein Vergnügen. Alter, wie lange man durch diese Gänge laufen muss, damit die ihre Dialoge führen können. Stellte Fett nur eine einzige Forderung. Ich kann halt auch wieder hier nicht schnell laufen. Ich kann nicht springen. Kurios, nicht wahr? Unverändert? Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und das ohne Boba. Wachstumsbeschleunigung. Boba, ich würde sagen, das ist Boba Fett. Eine Schlüsselkarte für irgendeine Tür. Ja, guck mal, wenn ich zu weit von dem weg bin, kann ich laufen. Erzählt er jetzt weiter? Habe ich jetzt das Gespräch unterbrochen und wir laufen jetzt hier schweigend nebenher. Wie groß ist das denn bitte? Oder führt er mich hier im Kreis? Auf Kamino passiert doch nicht so viel. Das ist Jangos Zimmer. Ja, geht doch. Möchtet ihr ihn treffen? Ja klar, wollen wir den treffen. Willkommen zurück. Ganze Klonparty. Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Jango. Schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nach dem wir suchen. So, let's go. Wenn unser Verdacht korrekt ist, wird er versuchen, schnell von hier fort. Ich glaube, das wird ein Bosskampf. Wir suchen am besten die nächste Landeplattform auf. Komm her. Jawohl. Geil. Geil, geil, geil. Und da hinten fliegen die Kaminoaner auf ihren Flugdingern. Ich kann auch auf Distanz kämpfen. Hallo, Lichtschwert. Gleich wahre Jedi müssten wir gleich haben. Ich
fast kein Leben mehr. Oh, ich dachte, es gibt mehrere Phasen. Kommt bestimmt gleich noch der Raumkampf. Oh, in der Druidenfabrik sind wir ja auch noch unterwegs auf Geonosis. Also jetzt müssen wir überlegen. Obi-Wan folgt ihm jetzt. Er darf nicht so einen großen Vorsprung gewinnen. Los! Da werden wir einen Raumkampf haben. Machtreflexe haben ihren Vorteil. Anakin schleicht sich derzeit wahrscheinlich noch mit nach Naboo. Okay, da hinten muss ich hin. ETF. Und fliegt dann nach Tatooine. Ich vergaß. Mit dem zweiten Teil fliegt er nach Tatooine. Das werden wir vermutlich auch spielen kurz. Und dann fliegt er auch nach Geonosis. Und dann haben wir da ja einmal den Part in der Fabrik, den Kampf in der Arena von den Jedis und Padme. Und dann ist schon die Schlacht mit den Klonen und der Kampf gegen Dooku müsste es dann beenden. Ja, so müsste es ungefähr sein. Gucken, was davon alles spielbar ist und was nicht. Hier ist in Episode 2 ist viel Dialog. Wenig Lego-spielbare Action. So. Da. Django Yard. Oh, ich hoffe, das haben sie geil gemacht mit den seismischen Pumpen und so. Wir fliegen in das Asteroidenfeld. Wir werden sie nett überraschen. Jetzt wird's holprig. Irgendwo hier ist er. Du bist am Zug. Das wird ein großer Kampf. Okay, ich verstehe es gar nicht. Oh, Moment, da wird immer angezeigt. Zielsucher geben. Na toll. Seismische Bomben. Halt dich bereit. Versteckt sich mir gar nicht, er versteckt sich richtig krass. Ich glaube, das wird ein aufwendiger Level. Komm, triff es. Das da liegt einfach so rum. Er bombt da hinten einfach munter durch die Gegend. Jetzt haben wir aber auch einen Jedi Starfighter endlich, was ich mir eben schon gewünscht habe. Verdammte Axt. Schießt es doch kaputt. Doch. Das ist auch einfach zum Einsammeln. Okay.
Hier muss man irgendwie in den Asteroiden rein, das ist nice. Und dann machen wir Jengos Schiff mal fertig, ne? Okay. Anakin würde das gefallen. Hier drin ist ja auch richtig an Talern. Wird immer kleiner. Okay, okay. So, mein Lieber. Jetzt geht's dir hoffentlich an Kragen. Komm her. Ist auch ordentlich Taler. Immerhin auch mal jetzt ordentlich Schaden für ihn. Los, verzieh dich! Du strapazierst meine Geduld. Okay, das war jetzt recht easy. Wo ist er hin? Da. Sehr nah an ihm und dran, jetzt kriege ich ihn am Arsch, da kann man so schlecht zielen. Ich habe keine Kontrolle mehr. Läuft. So leicht schüttelt ihr mich nicht ab, Kopfgeldjäger. Irgendwo hier müsst ihr sein. Jetzt war er doch. Ich ihn noch gesehen. Hier ist mein Talent verschwendet. Knicken, mein Lieber. Kann halt die Bomben auch zerstören. Kommt wahrscheinlich die dritte Phase. Was verbergt ihr, Django? Wer hat euch rekrutiert? Ich habe keine Lust auf Spielchen. Kann man ihn auch ohne, dass einen so eine Bombe erwischt? Wo ist er denn? Scharf. Da, da war er. Da bist du ja. Ach, verdammt. Ich schieße mich einfach auf. Oh, komm. Jetzt mach ich ihn schnell fertig. Wo er sein wird, nicht da, wo er ist. Okay, läuft. Ich glaube, das war's. R4, wirf die Ersatzteile an. Da ist aber ein Astromech dabei, sein Unterteil. Ja, so gut ist dein Flieger auch nicht mehr unterwegs. Hier gibt es eine ungewöhnlich große Zahl an Föderationsschiffen, R4.
Ja, mein Lord. Das war sein Klingelton. Oh, wie geil. Aber gewiss doch, mit diesen Droiden haben weder die Republik noch die Jedi eine Chance. Du hattest wieder einen Albtraum. Jedi haben keine Albträume. Ich sah meine Mutter. Ich muss ihr helfen. Ich werde dich begleiten. Auf diese Weise kannst du mich weiterhin beschützen. Jango Yard. So, jetzt sind wir auf Naboo. Ab geht's nach Tatooine. Ich habe dich noch nie so gesehen. Gab es in deinem Traum viel Sand? Ja, sehr viel, aber darum geht es nicht. Wir müssen nach Mos Espa. Ich muss mich vergewissern, dass es meiner Mutter gut geht. Wir sehen einfach einen Witz drüber machen, dass er keinen Sand mag. Aus dem Weg. Ich bin an der Reihe. War ich schon auf Naboo? Ja, einmal war ich auf Naboo. Klar, Episode 1, aber da habe ich mich hier auch nicht groß umgeguckt. Also es gibt noch vieles zu erkunden. Auch eine große Welt wieder. Ich würde jetzt nicht sagen, so groß wie Kamino, wobei Kamino wahrscheinlich nur aufgrund dessen so groß ist, dass es einfach gerade lange Gänge sind, aber nicht zu unterschätzen hier. Ist auch einiges einzusammeln. 164 Millionen. Nochmal das Doppelte und dann nochmal etwas mehr als das Doppelte. Und dann habe ich den höchsten Stat-Multiplikator. Dann kann ich alles kaufen. So lange muss man durchhalten. Nur Kleinigkeiten, sowas wie Magnet zum Beispiel hier für Stats. Der hilft natürlich enorm. Aber den ganzen Rest brauchst du noch nicht kaufen. Tatooine, Mos Espa. Wir suchen Shmi Skywalker. Auf geht's. Ja, auf Tatooine waren wir jetzt auch schon ein paar Mal. Episode 4, Episode 5, Episode 1, 2, fast immer. Sie in Vettos Laden im Mos Espa nach Anakins Mutter. Warum habe ich denn in Tatooine noch nicht alles gesammelt? Ich glaube, ich war in Mos Espa und Mos Eisley. Eine der Städte habe ich voll, aber die andere ist ja auch noch komplett hier voll mit Sammelsachen. Kranker Kram, ey. Watto sieht geil aus. Annie? Der kleine Annie? Na, du bist aber in die Röhre geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter, wo ist sie? Schmee? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon, an einen Feuchtfarmer namens Lance. Geschäft ist Geschäft. Hä? Wo ist Ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die Wüste und sucht nach Wasserdampf-Evaporator. Ja, weil ich mich nicht bewegt habe, rotes Lichtschwert gezogen. What the fuck? Der kriegt einfach rot-blaues Lichtschwert, der schwankt schon. Das passiert halt auch einfach, weil du hier stehst. Ja, quer über den Planeten hört sich gut an. Jundlandwüste. Stimmt, da waren wir schon. Ja klar, das ist ja auch Luke groß geworden, das ist ja derselbe Ort. Hm. Dumm von mir.
Hätte ich auch, also hätte ich auch drauf kommen können. Willkommen in der Wüste von Tatooine. Hier kann man viel Spaß haben, wenn man Sand mag. Und Jabas. Da ist Owens Feuchtfarm. Was für ein Schlamassel. Dieser Sand geht aber wirklich überall hin. Geil. Der Hersteller, Obermeister Annie. Wie verrostet er ist. Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmi ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Möglicherweise gefällt dir nicht, was du dort vorfindest. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter finden. Meister Anakin, denke wirklich, ihr solltet... Los, 3PO. Du kommst mit mir. Es sind auch so viele Sachen zum Finden. Ich glaube, ich habe einfach gar nicht alles gehabt, was man sammeln kann. Ich spüre etwas. Hier ist ja schon das Taskendorf. Meine Mutter ist hier. Irgendwo. Macht man das ohne Abschlachten der Tasken, Frauen, Kinder? Das wäre ja gut gelöst für ein Lego-Spiel tatsächlich, ne? Aber irgendwie müssen sie das ja zeigen, dass er so ausrastet. Ja. Ein bisschen Lego-Humor geht das. Konnte ich sie nicht retten. Den Tod zeigen sie gar nicht, also dass sie tot ist und das Gespräch etc. Sich tatsächlich TT Games, also die Hersteller von Lego-Spielen, dafür entschieden, eine Abschlachterei nicht zu zeigen. Also finde ich gut finden für Lego, was ja eigentlich Kinderspiel ist. Beschütze die Senatoren, koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du vorhast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Er hat sich gerade nochmal verliebt in seine Padme. Oh Gott. Das Schiff sieht ja komisch aus. Padme, du hast Meister Windu gehört. Er hat mir ausdrücklich befohlen, das kannst hier du mal gehen und Hose. Los, gehen wir. Obi-Wan ist in Gefahr. Genau. Der Meister ist wie ein Bruder für uns. So. Das ist das Gebiet verlassen. Da ist die Kolonie. Weltraum über Tatooine. Da, den suche ich. Den machen wir auf jeden Fall kurz weg. Ja, 5 Kyber-Kristalle, Kyber-Steine in dem Fall. Ich kann gar nicht schießen mit dem Plier, na gut. Dann halt nicht. Landen wir da mal. Geonosis. Ich glaube, hier gibt es auch wieder eine Datenkarte. Da muss ich eh wieder Videos fertig machen, wo die alle sind. Steuern kann ich hier gerade nichts. Zeigen wir einmal diese wunderschöne animierte Oberfläche, Atmosphäre von Geonosis. Steigersienstockkolonie. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine frei begehbare Welt hier ist.
Ja, die könnt ihr aber knicken. Ich werde natürlich Anakin spielen. Stein haben wir hier. Gucken, können wir vielleicht den direkt mal als erstes uns schnappen. Komme ich daran? Natürlich so nicht. Da muss, glaube ich, noch ein Stab rein. Fehlt noch was. Ach, das ist auch mal, wie kompliziert sein muss. Charakter, der höher springen kann. So, dann geht's denn weiter, wenn ich zu unfähig bin, das Ding einzusammeln. Herzliche Begrüßung der Einheimischen. Ist noch ein? Zack, die ersten Geonosianer vermöbelt. Ist auch was anderes, weil das jetzt ein Kampf ist und der Kampf gegen die Tusken wird hier wirklich als Abschlachten dargestellt. Das ist natürlich schwierig. Den Kopfgeldjäger? Ja. Zack, haben wir doch noch einen Kaiberstein eingesammelt. Das nennst du also eine diplomatische Lösung? Nein, das nenne ich aggressive Verhandlung. Ja, wenn die solche Sachen gerade sagen, könnte es sein, dass man gar nicht in der Fabrik kämpft, sondern direkt in die Arena geht. Das ist doch nicht so. Gucken wir mal. Um zur Farm zurückzukehren und dieser Dampf da drüben, könnte das das Werk sein? Und jetzt? Da. Achtung, meine Güte. Auch zum ersten Mal so gesehen die Mechanik. Also es gibt auch immer mal wieder neue Sachen. Fliegen die ganzen Geonosianer. Okay. Wofür brauche ich die? Ich meine, warum sind hier diese beiden Kisten? Furore in der Fabrik. Doch, wir werden ein bisschen in der Druidenfabrik. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier einen Kriegler ziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Wie sie da stehen. Halt. Wie Lego-Waffe aussieht. Auch wirklich vorne ja einfach nur Plastik.
Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Nun, da geht auch dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Sogar runterfallen lassen können die Gegner da über den Schalter. Oh nein, jetzt muss ich die beiden spielen. Die können sich ja nicht wehren. Also nicht wirklich. Dreieck halten, dann wechsle ich rüber. Nee, das war irgendwie nicht richtig. Hier. Brauche ich ihn, ja. Da habe ich mir schon gedacht, dass ich nur C3PO bauen kann. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind nicht darauf programmiert, Systeme wie dieses zu verwenden. Komm mit dazu. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezellen aufzuladen. Na, das ist doch schon mal einer. War genau dieselbe Lösung gerade gewesen wie beim letzten Mal. Meister Anakin, ihr müsst die letzte Zelle laden. Anakin, kannst du die Ladung zwischen den Zellen übertragen? Okay. Auch ein Weg. Okay, das habe ich gerade erst zerbaut. Zerbaut ist auch ein geiles Buch für kaputtgeschlagen. Warum konnte Obi-Wan nicht an einem sicheren und ruhigen Ort verschwinden? Ist riesig. Dooku's Droidenarmee muss rasend schnell wachsen. Dann brauche ich den Kopfgeldjäger, um das da oben wegzuschießen. Das heißt, da muss ich später noch mal wiederkommen. Arbeitet der hier? Hey, ich will mit was machen die da? Sprechen. Von hier aus kriegen wir das Licht wieder zum Laufen. R2, bist du noch da? Ich grad, das war ein kompletter Blindlauf, wo ich gerade lang gehe. Jetzt mal die Kameraführung. Echt blöd. Okay, da geht's nicht weiter für mich. Oh, wer soll denn das riechen? Okay, die ignorieren mich nur dann. Mm-hmm.
Oh, 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 oh. So, lang. Weiter hier. Sieh mal, wir können das easy mit diesen Superkampf-Zerstörungsdruiden. Okay, habe ich gerade richtig gemacht, intuitiv. Mit ihm war das doch aber genau eine andere Geschichte. Woher hast du noch immer all diese Ideen? Wenn du von C3PO zerlegt bist, dann weißt du auch, irgendwas hast du falsch gemacht. Das war jetzt immerhin ganz leicht anders als das davor. Die beiden davor, aber die, klar, sind nicht schwierig, ne, diese Schalter-Umlegerrätsel. Kannst du nicht erwarten. Obi-Wan ist in ernster Gefahr. Wir müssen weiter durch die Fabrik. Jawohl, das werden wir auch beim nächsten Mal. Und dann werden wir auch den Kampf in der Arena haben und die Schlacht um Geonosis und den Kampf gegen Dooku. Ich hoffe, alles in einem Video. Bis dahin.